Seit Wochen leben wir auf Distanz, um dem Virus Herr zu werden. Man überlegt sich ganz genau, welche alltäglichen Wege wirklich notwendig sind und was man lieber von daheim online erledigen kann. Auch für Tierbesitzer gibt es jetzt die Möglichkeit, sich digital beraten zu lassen, wenn es dem Hund oder der Katze nicht so gut geht. Die Idee kam mir wirklich in der Corona-Zeit. Aufgrund des Problems, dass wir haben viele Haustiere, viele tierische Kollegen auch bei uns im Büro, und da gab es eben auch ein gesundheitliches Problem, und so sind wir auf dieses Problem aufmerksam worden und haben innerhalb von einem Monat eigentlich die Lösung dazu auf die Beine gestellt, und jetzt wollen wir das mal alles festigen und Ende des Jahres vielleicht dann den Schritt auch in unsere Nachbarländer wagen. Allein in Wien leben rund 55.000 Hunde, die natürlich auch medizinisch versorgt werden müssen. Und wenn der Liebling am Wochenende krank wird, dann kann es teuer werden, denn die Zuschläge in den Tierarztordinationen können richtig ins Geld gehen. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, man sitzt sonntags am Sofa und der Hund zeigt Symptome. Man macht sich natürlich Sorgen, es schießen einem 1000 Fragen in den Kopf, was kann ich jetzt machen, dass ihm besser geht, muss ich jetzt zum Tierarzt gehen? Und was die meisten Leute machen, 80% aller Haustierbesitzer befragen in dem Fall das Internet. Und ich glaube, jeder, der das schon mal gemacht hat, kennt das. Zu jeder Meinung gibt es 1000 Kommentare, zu jeder Frage gibt es 1000 Kommentare, und es ist natürlich sehr unbefriedigend. Und in Zeiten wie diesen macht es natürlich Sinn, und natürlich darüber hinaus in dem Fall einfach einen qualifizierten Tierarzt zu befragen und die Antworten zu bekommen, die man braucht. Und dafür zahlt man nur einen Bruchteil von dem, was ein Notdienst kostet. Man braucht nur ein Handy, auf dem WhatsApp installiert ist. Das ist so, der Haustierbesitzer nimmt über unsere Website zu uns Kontakt auf, gibt dann beantwortet dann ein paar Fragen rund um das Anliegen und um das Tier, damit sich unsere Tierärzte vorbereiten können, wählt dann einen für ihn oder für sie passenden Termin aus. Unsere Tierärzte bereiten sich dann, wie gesagt, vor, rufen zu dem jeweiligen Termin an. Und dann werden alle Fragen beantwortet, die Tierärzte nehmen sich Zeit dafür, und in weiterer Folge, falls für den Fall der Fälle, wird natürlich der Patientenbesitzer und der Patient an den Haustierarzt des Vertrauens überwiesen. Denn die physische Untersuchung kann die Online-Beratung noch nicht ersetzen, aber ein fachkundiges Gespräch kann häufig schon helfen. Also im Normalfall, je nach Auslastung natürlich, kann man das nicht pauschal beantworten, aber in der Regel innerhalb von einer halben Stunde können Sie schon einen Termin haben. Wir stehen 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, derzeit von 8 bis 22 Uhr zur Verfügung, arbeiten aber an einer Lösung, dass wir 24 Stunden auch für unsere Kunden und die Haustierbesitzer zur Verfügung stehen. Täglich wird die Online-Beratung rund 20 Mal in Anspruch genommen. Laut dem Anbieter können die Anliegen von 50% der Patienten durch das Gespräch erkannt und eine entsprechende Therapie verordnet werden. Die Leute nehmen das sehr, sehr gut auf. Wir haben eine sehr, sehr große Nachfrage. Was man auch dazu sagen muss, ist, wir ersetzen in keiner Hinsicht den stationären Tierarzt. Was wir machen können, ist qualifizierte Beratung geben. Aber die Diagnose und die Behandlung liegt dann natürlich weiterhin beim Tierarzt. Denn medizinische Eingriffe sind übers Internet natürlich nicht möglich. Kastration wird tatsächlich schwierig werden, das online zu machen. Ja, ich glaube, da werden wir auch an keiner Lösung dazu arbeiten. Ja. Das Beispiel Pets Life zeigt, dass auch in Krisenzeiten innovative Ideen entstehen können.